Ja, ich fange mal einfach an mit einer allgemeinen Frage. Nicht wählen, ist das ein Kavaliersdelikt oder ist das rechts? Ich kann da gerne starten. Nach den Studien, die es so gibt, ist es wohl so, dass die Nichtwähler sich nicht nur aus dem demokratischen Spektrum speisen, sondern sehr wohl auch diverse NPD-Wähler zu Hause bleiben, sodass die These, zumindest bundesweit betrachtet, wer nicht wählen geht, stärkt die Rechten oder die NPD, so nicht ganz richtig ist. Gleichwohl, wenn man natürlich wählen geht und nicht zur NPD gehört, wird natürlich rein arithmetisch dazu beitragen, dass die NPD noch weniger Bedeutung hat als sie eh schon hat. So nüchtern sehen Sie das. Das finde ich ungewöhnlich. Erstmal arithmetisch sehe ich das so ganz nüchtern, klar. Als zweiter Punkt ist natürlich, es gibt in Deutschland keine Wahlpflicht. Es ist ein Wahlrecht, ein Bürgerrecht. Für dieses Recht wird an vielen Orten der Welt heftig gerungen, da wird Leben gelassen. In Deutschland vor 20 Jahren wurde vielleicht nicht Leben gelassen, aber auf alle Fälle eine Menge Verfahren haben die Leute auf sich genommen, um ihre Meinung frei sagen zu können, um mitbestimmen zu können, was mit ihnen passiert, was mit ihrer Umwelt passiert. Und deswegen ist das ein Bürgerrecht, aber schon eins der gehobenen Sorte. Also ich stimme Ihnen da voll zu. Sie haben auch einen wichtigen Satz gesagt, wir haben natürlich keine Wahlpflicht in Deutschland. Also wir denken jetzt sozusagen eben sehr vom Ergebnis her. Also was passiert, wenn wir nicht wählen gehen? Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, überlegen uns, wenn die Wahlbeteiligung gering ist, was kann denn das aussagen? Das kann aussagen, in der Tat, also es hat sozusagen eine Entfremdung stattgefunden zwischen der Politik, sage ich mal, dem gesamten politischen System und den Wählern, kann natürlich aber auch was aussagen, wenn wir uns andere Systeme angucken, die eine traditionell sehr niedrige Wahlbeteiligung haben, wie in den USA, die dann eher, wenn mal jetzt ein Moment des Wandels kommt, dann doch um 10, 12 Prozentpunkte, was ja dann schon signifikant ist, nach oben geht, sonst aber in der Regel so bei 50% ist und trotz allem eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem politischen System hat. Ohne jetzt vom Ergebnis her zu gucken. Für uns natürlich, sag ich mal, wir sitzen jetzt hier auch als politisch Interessierte, ist es natürlich im Grunde genommen auch schwer verständlich, dass jemand für dieses wertvolle Recht, diese wertvolle Möglichkeit mitzubestimmen, auch was ja mit einem selber passiert und den Menschen, die einem lieb und teuer sind, mit seiner Umwelt passiert, dass er diese Möglichkeit nicht nutzt. Ist natürlich auch mal ein Problem, dass das dann die Leute diskutieren, die im Grunde genommen an der Stelle gar nicht die Ansprechpartner sind, sondern für die das so selbstverständlich ist, dass sie da viel Zeit selber rein investieren. Also wenn ich jetzt uns hier angucke, hier vorne. Möchten Sie doch? Ja, ich sage auch gerne was zu. Ich meine, wenn ich jetzt höre, dass alle Nichtwähler in die rechte Ecke gerückt werden, das ist natürlich schon heftig. Da stelle ich mir vor, jetzt bei der Europawahl, da wäre ja jeder Zweite, wäre ein sogenannter Nazi. Ich meine, das ist ja so ein bisschen heftig. Und selbst wenn es so wäre, wenn wir in einer Demokratie wären, dann müssten wir akzeptieren, dass Menschen so denken. Und die Politiker und weil die Parteien, die ja zur Meinungsbildung beitragen sollen, laut Grundgesetz, haben irgendwie einen Fehler gemacht, weil die haben irgendwelche eigenartigen Meinungen gebildet im Volk und müssen sich dieses Feedback einfach mal anrechnen lassen. Aber meine Erfahrungen sind vor Ort, also mit den Wählern, wenn man mit ihnen sich unterhält, diskutiert oder mit den potenziellen Wählern. Die haben einfach die Nase voll und das Vertrauen verloren. Und auch das ist ein Feedback. Die haben eben nicht mehr das Gefühl, dass man für eine bessere Umwelt eintritt. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass man für bessere Lebensmittelqualität eintritt. Siehe Codex Alimentarius, der jetzt auch wahrscheinlich durchgeboxt wird hier auch vom Bundestag, ne? Und dafür sorgt, dass unsere Kennzeichnungspflichten immer geringer werden und so weiter. Da haben die Leute die Nase von voll. Ja, muss es ja noch schlimmer werden, bevor es wieder besser werden kann? Franz Josef Strauß. Ja, es scheint so zu sein. Ich habe immer gesagt, oder früher wurde gesagt, ab 5% Arbeitslosigkeit haben wir die Revolution. Jetzt haben wir quasi 20% und jetzt passiert gar nichts.